Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir sind derzeit dabei, unsere Bude ein bisschen aufzurüsten und wir haben jetzt das Sekundäre, das Primäre haben wir jetzt aufgebaut, das Sekundäre kommt noch und danach kommt die Aufrüstung, würde ich sagen, ne? Ich denke, das ist gut. Ich werde jetzt Schaden bekommen. Ich laufe hier quasi rüber. Ja, das interessiert die nicht. Und hier müssen dann die Zacken sein. Dass sie gegen die Zacken laufen. Das heißt, wir brauchen knapp... wir brauchen 20 Stück. Ach du Scheiße. Ein so ein Zacken kostet 20. Auch 400, ne? Nee, was? Oder? Doch, 400. Ich brauche 400 Holz dafür. Gut. Das haben wir schon mal geregelt. Dann heißt es, wir sammeln jetzt Holz. Die Nacht bricht noch nicht ein. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, das Holz zu sammeln. Oh, du bist ein fetter Baum. Und wir müssen neue Bäume pflanzen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die wachsen anscheinend ja von alleine nach, so wie ich das sehe. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen denen hier und den anderen. Ich weiß nicht, in Minecraft geht das immer schnell, sowas zu pflanzen. Aber hier ist alles irgendwie im Weg und hier und da. Und vor allem, es wäre richtig cool, wenn man irgendwie so Stämme nebeneinander bauen könnte. Aber es geht leider nicht. Könnte man sich so eine Mauer einfach hochziehen lassen von der Natur. Wie in Minecraft. Das habe ich damals auch schon gemacht. Da habe ich es von der Natur hochziehen lassen. Ja gut. Sammeln wir ein bisschen mehr. Wir brauchen noch zwischendurch ein bisschen Stein. Einfach nur, um es zu haben. Weil wenn das flöten geht, müssen wir wieder Steine suchen. So. Na gut. Stimmt, ich glaube, ich habe meine Steinreserve aus Versehen mitgenommen, ne? Jetzt habe ich das beim letzten Mal auch schon gemacht. Da bin ich auch gestorben. Ja. So, und mir wurde gesagt von Kiri, danke an dich, Kiri. Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Es gibt noch mehr Skills. Warte. Reduce the cost of... BTF! Oh mein Gott! Die Horde ist zurück. Fuck. Nächstes Mal sollte ich mich zu Hause positionieren. Mal schön auf den Kopf. Oder man wählt auch mal. Ja, toll, so sehe ich doch nichts. Spiel. Ah, die Horde, ey. Hier geht er. Was? Das hat verfehlt? Willst du mich verarschen? Ja, der Rest der Horde geht an mir vorbei. Das heißt, sind die tot, ist alles gut. Dann muss ich wieder Federn sammeln, ey. Shit. Kannst du mal den Kopf treffen? Danke. Steht einer von denen nochmal auf? Ich weiß es nicht. Splash. Na gut, du hast schon mal nichts dabei. Habe ich mich verjagt gerade eben, ey, als sie kam. Mr. Flauschig, hör auf Scheiße zu bauen. Es sind noch 2 Stunden bis Essen kriegt und er fängt jetzt schon an rumzumaulen, ey. Das ist Mr. Flauschig, Freunde. Ein Arschloch für sich. So, die Zombies sind an meinem Haus vorbei, ne? Ja, die müssten hier wohl noch rumlaufen. Ja gut. Das haben wir geschafft. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber naja, ziehe ich mir nachher ein paar Tabletten rein. Und dann passt das schon. Wenn ich noch ein Geräusch von ihm höre, dann gehe ich. So, jetzt hat er ein bisschen Ärger bekommen. Und ich kann weiter sammeln. Man muss hier irgendwie mal Glöckchen aufstellen oder so, ne? Dass man die hört. Das sind voll die Assassinen. Die kommen plötzlich und dann sind sie da. Hm. Aber ich glaube ansonsten... Sind das meine Bäume, die ich gerade gepflanzt habe? Da ging das echt schnell. So. Knapp 100 noch. Stimmt, wir waren ja gerade dabei was anderem, ne? Wir waren bei Fähigkeiten. So, was haben wir noch? Wie ein wildes Tier. Du hast die Ausdauer eines wilden Tieres.
Stelle mit jedem Rang schneller Ausdauer wieder her. Okay. Klingenwaffen. Hau drauf. Mit einer besseren Technik verursachen stumpfe Waffen mehr Schaden und es ist einfacher, sie zu schwingen. Werkbank. Schaltet das Werkbankrezept frei. Oh. Tongwischerei. Da müssen wir einen Punkt draufsetzen, ne? Generatorbank. Geht ja noch mehr. Ich habe einmal mit der Schrotflinte geschossen. Habe ich einmal mit der Schrotflinte geschossen? Na gut. Weiß Bescheid. Danke, Kiri. Das war wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. So eine Werkbank brauchen wir wohl dringend. Nehme ich an. So, noch knapp 70 und dann haben wir auch das geschafft. Für das Holz. Ja, ein Nest. Ich brauche neue Pfeile. Ich habe nur noch einen Pfeil. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Steine und alles. Wieso braucht man so viel Holz? Kann ich nicht in die Kettensäge bauen? Das wäre jetzt optimal. Habe ich Tabletten dabei? Nein. Brauche auf jeden Fall bald mal Tabletten. So. Gegenstand ist kaputt. Einmal reparieren ist immer okay. Ein zweites Mal tun wir es nicht. Ah, siehst du mal, der Reparaturskill hat sich verbessert, tatsächlich. Das ist gut. Damit können wir leben. So, 400. Ich mache aber den Baum hier noch kaputt, weil wir brauchen eh noch Holz für Pfeile. Von daher, was soll's. Nehmen wir noch ein paar Steine mit. Ich glaube, für Pfeile brauche ich Steine, ne? Okay. Also wir brauchen insgesamt ca. 45 Steine, um noch was als Reserve zu haben. 22. Wie der Stein auch immer kleiner wird. Ist so lustig. Guck mal, da wo ich reinschlage, wird er kleiner. Oh, wie cool ist das denn? Ist so ein riesiger Stein, den man sich reinbohren kann. Nicht cool. 36, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na gut, 1, 2. Wir haben 45 Steine. Die 5 packe ich dann als Reserve rein. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Und wir bauen jetzt erstmal ein paar Stacheln. Holzstacheln. 20 Stück. Müsste reichen. 1 Minute 38. Ach du Scheiße. Naja. So, jetzt brauchen wir noch Holz. Obwohl, wir haben jetzt genug, ne? Deine Plünderung ist jetzt auf Level 10. Man kann Plünderung skillen? Okay. Why not? Oh, noch mehr Pfeile, ja. Oh, so viele Pfeile kann ich bauen. So, dann nehmen wir doch die Steine hier auseinander. Und dann haben wir es. Und dann muss ich langsam Clay suchen. Ich komme sonst nicht voran. Ich muss vorankommen. Aber mein Zuhause ist dann erstmal fürs Erste abgesichert. So gut es halt geht. So, was Steine haben wir? Wie viele Steine haben wir? 69. Ja, können wir genau. Exakt 69 Pfeile machen. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Weil wir brauchen ja auch noch Reserve. So, die Reserve werden wir speichern. Dann gibt mir Pfeile. 69 Stück. Sehr schön. Läuft, Freunde, läuft. So. Sehr schön. Ich dachte eigentlich, man platziert sie an die Wand. Aber die kommt vom Boden raus. Na egal. Es wird sein Ding schon tun. Sie können die da auch was machen.
Ist ja nicht der Unterschied zwischen denen. Zwischen denen und denen. Vielleicht machen die anderen mehr Schaden. Ah, die anderen kann man nicht aufrüsten. Ach, die kann man auf... die kann man auf Objekte rauftun. Okay. Hast du halt so Stacheln. Was? Das hat nicht gereicht? Echt? Das war erst die Hälfte? Habe ich schlecht gerechnet oder bin ich einfach nur doof? Ne, wir hatten 20 Stück. Na gut, dann brauchen wir jetzt nochmal 20. Was soll's. Na, so sind wir wenigstens abgesichert zu Hause. Es sei denn, sie sind schlau genug, durch die Tür zu kommen. Sind sie schlau genug, durch die Tür zu kommen? Ich glaub nicht, ne? Oh, Benjamin Franklin. Also, ich habe mal Errungenschaft bekommen, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Und die heißt Benjamin Franklin, warum auch immer. So, was ich gucken wollte, ist eine bessere Axt herstellen, würde ich gerne mal. Munition, Waffen, Werkzeug. Dafür brauche ich aber geschmiedetes Zeug. Was habe ich hier noch? Geschmiedetes Eisen. Ja, wir brauchen einen Schmelzofen. Das heißt, dafür brauchen wir ein Level-Up, ne? Das war doch ein Level-Up, was wir dafür brauchen. Messer, Junge. Auch nicht schlecht. Nee. Das war eine Werkbank, stimmt. Muss ich gucken. Also ich weiß, wir können irgendwo geschmiedetes Eisen herstellen. Da war ja ein Ofen beim Händler. Der ist mir aber ein bisschen zu weit weg. Wir müssen einen in der Stadt suchen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber so eine ordentliche Waffe wäre schon was Feines, ne? Habe ich Stein dabei? Ich habe Stein dabei. So. Das war's auch mit der Waffe. Dann stellen wir uns eine neue her. Und die zerlegen wir. Yay, ich krieg 3 Steine zurück. Cool. Vielleicht finden wir irgendwo in der Stadt was, aber ich möchte auf jeden Fall heute dafür sorgen, dass meine Bude sicher ist. Alles andere ist irrelevant. Irrelevant. Komisches Wort, ne? Irrelevant. Aber ohne ordentliche Bude kommen wir nicht weit. Wenn die abgesichert ist, Freunde, dann können wir auch nachts zu Hause chillen. Und wenn sie kommen, hole ich meinen Pfeil und Bogen raus und dann zerschmetter ich die Jungs. Ganz einfach. Könnt ihr eigentlich gar nichts machen, ne? Ich glaube, ich bin ganz gut gesichert. Bin ich gut gesichert, Freunde? Ist das gut, was ich hier habe? Oder würdet ihr sagen, wenn da ein Zombie kommt, bist du tot, Zero? Naja, mache ich hier alles umsonst, weißt du. Und die nehmen einfach irgendwie so eine Art Kletterhaken und springen drüber hinweg. Die können bestimmt auf die Stacheln auch draufklettern. Ja, aber ich denke schon, dass das schon recht gut ist, also. Ich denke schon. Ist gut, ne? Da müssen wir mal überlegen, wo wir hier in der Nähe was finden. Ich sehe den Zombie da hinten, keine Sorge. So, 400, Alter. Brauche ich eine bessere Axt. Zur Not laufe ich wirklich rüber nochmal. Ich meine, da liegt sowieso noch meine Tasche rum, also wäre nicht verkehrt, da nochmal einen Ausflug hinzumachen, ne? Oder da hinten. Bei den Gebäuden gucken. Ich bekomme langsam Hunger. Shit. Yay! Einfach wild irgendwo drauf losklicken. Gut. Ich brauche mehr Stacheln. Ich finde die Werkzeugfallen da. Machen wir erstmal so 15, ne? Vielleicht reicht das ja schon.
Ich glaube zwar nicht, aber egal. So, zack. Eine Minute dauert das. Ja, währenddessen können wir eigentlich auch irgendwie was noch zu hacken. Da will ich jetzt nicht drauf warten, bis jeder einzelne fertig ist. Muss ich beeilen, das ist Überleben, Freunde, Überleben. Eigentlich, ist das sowieso, oh, da ist auch noch was, ne? Ich bin hier voll umzingelt von Dörfern, das ist cool. Mal gucken. Mir wurde gesagt, ich finde auch Töpfe in verschiedenen Haushalten. Bisher habe ich nichts gefunden, vielleicht habe ich auch zu wenig gesucht, ich weiß es nicht. Aber wir kämpfen und durchkämpfen auf jeden Fall die Stadt. Wobei höchstwahrscheinlich, wenn es morgens wird. Ich weiß nicht. Lohnt es sich jetzt noch loszugehen? Ja, vielleicht in die Nähe. Aber erst platzieren wir die Stacheln, dass ich zur Not halt hier reinlaufen kann. Ich könnte sie sogar hier rauf. Okay. Ich könnte das noch weiter ausbauen. Ich denke, so wird das schon ausreichen, ne? Ja. So. Und noch einen und dann gucken wir mal. Ich hab's kurz vergessen. Ich hab's kurz vergessen. Ach Gott. So, Safety, oder? Ich komme rein, ohne zu sterben. Perfekt, das ist safe. Okay. Ja, Zero packt die Munition rein, ganz genau. Kann ich das Stein irgendwie... Wo ist der Stein? Ja, ich hab schon ganz schön viel Zeug, ne? Ich will meinen Stein nicht mehr! Ist verschwunden. Ewig verloren. Tierfett. Hä? Mein, auch mein Stein ist da unten gelandet. Oh Mann. Und ich such den, weißt du? Für den Arsch. Okay, wir machen mal die Tür zu, nicht, dass da jemand reinkommt. Ich drück rechte Maustaste. Verdammt! Ich wollte noch. Okay, ich muss definitiv aufpassen, wenn ich hier reingehe. Dass ich mir nicht selber wehtue. Und da ich mir gerade wehgetan habe, habe ich realisiert, ich brauche Tabletten. Dadurch werde ich aber leider durstig, ne? Okay, mehr sollten wir erstmal nicht nehmen. Gehen wir erstmal in die Stadt. Das da sieht ein bisschen Industriegebiet aus. Und wenn ich irgendwo einen Schmelzofen vermuten würde, dann da. Ich habe mein Eisen natürlich nicht dabei, das ist mir bewusst. Aber ich kann halt jederzeit wieder herkommen. Achso, das sind meine Leichen, ne? Ja. Wollte ich gerade was anderes sagen? Genau, aber wenn ich keinen Platz mehr habe, ist doof. Ich kann ja später wiederkommen. Mit dem Zeug. Okay, da ist eine Küche. Gucken wir da als allererstes rein. Oh, da ist eine Kirche. So. Prügeln wir uns erstmal hier durch. Surprise! Surprise? Oh, Wasser. Ich habe die Wasserflasche nicht dabei. Aber es ist gut zu wissen, dass hier Wasser ist. Ich muss gar nicht so weit weg. Ist das normale Erde? Ich verstehe es manchmal nicht, ey. Schaufel. Eisensteinschaufel da. Was ist das denn? Stahlschaufel. Eisenschaufel. Ah. Pflanzenfasern? Hm. So, reicht das? Ja. Kurz mal eine Schaufel herstellen und gucken, was das für ein Zeug ist. Vielleicht brauchen wir das ja. Aber es sieht für mich halt aus wie eine normale Erde.
Dirt, ja. Sehr gut. Wollte ich nur sicherstellen. Gut. Apropos sicherstellen, wir gucken uns erstmal hier natürlich um. Nicht, dass uns da irgendwie ein Zombie überraschen kann. Buttersche. Jagdgewehrteile, yeah. Und Glaskrug. Nice. So, schmutziges Wasser. Vielleicht können wir das eines Tages abkochen. Die Pflanze nehmen wir auch noch mit. Oh, ich will so eine. Oh, ein Fernseher! Oh mein Gott, kann ich den kaputt machen? Der Gegenstand muss repariert werden, du willst dich doch verarschen. Krieg ich irgendwas dafür? Okay. Oh, wie cool sieht das denn hier aus? Oh, ich will den Boden haben. Es gibt ja nur normalen Holz. Wir brauchen jetzt mal was anderes. Hallo? Ist da wer? Also irgendwas hier ist in der Nähe und hat Spaß. Naja. Oh, Eintopf. Aber ich bräuchte ein normales Getränk. Flasche Wasser, nice. Ich weiß nicht, wo du da rumpolterst, aber es ist mir auch scheißegal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Folge fast vorbei ist. Das heißt, wir beeilen uns hier mal ein bisschen. So eine Müllpresse bräuchte ich. Oh, ich würde gerne die ganzen Sachen hier mitnehmen. Oh, ich würde hier gerne wohnen. Das würde ich gerne. So in einem normalen Haus, nicht in meinem abgeranzten komischen Scheißding da. Problem ist halt nur, dass hier die Zombies drin spawnen und das ist halt irgendwo ein bisschen ungünstig, ne? Wenn du schläfst oder so. Wo immer du bist, ich wünsche dir viel Spaß dabei, was du tust. Coole Butze. Mit Teppich und allem. Oh, aber zumindest kann ich die Pflanzen mitnehmen. Gut. Bist du hier drin? Wie sinnvoll ist diese Tür? Habe ich mich erschrocken. Mach keinen Scheiß, Mann. Ich hab hinter mir irgendwas gehört. Kommst du denn her? Oh mein Gott, es ist ein Mopsi. Oh mein Gott, ich steck fest. Oh mein Gott, nein. Lass den Scheiß sein. Wo kommt die alle her? Ah, es wird eh langsam spät, ne? Ich sollte mich verziehen. Ich will noch mal ganz kurz hier das Wasser auf. Und dann rennen wir so schnell wie es geht nach Hause. Ich komme wieder. Das mit Verstärkung. Ja, so viel Verstärkung wie halt geht, ne? So, okay. Mein Zuhause ist da hinten. Prüfen wir uns durch. Weiß nicht, wann fängt es an? 18 Uhr? Ist ein bisschen früh, dass ich losgehe. Ich weiß, aber ich habe Angst. Muss mir mal merken, wann es losgeht, oder war es 22 Uhr? Ich glaube, es ist 22 Uhr fing es an, ne? Ja, ich glaube, 22 Uhr war es. Bin ich ein bisschen früh losgeholpert. Aber egal. Ja, danke. Aber ich kann weitergehen, ne? Ich kann ja weitergehen. So ist es nicht. Ich kann kurz mein trübes Wasser und so weiter abgeben, selber etwas trinken. Und dann suchen wir einfach weiter. Ziehen wir uns noch Tabletten rein. So, dann nochmal ein bisschen Wasser. Und dann machen wir die Tür zu. Ich muss dran denken, die Türen zuzumachen.
Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.